diesem Video zeige ich dir drei kleine Übungen, die du wunderbar machen kannst, wenn dein Rücken verspannt ist, zum Beispiel, weil du zu viel gesessen hast, vielleicht bist du unterwegs bei einer Konferenz gewesen oder bei Kundenterminen, hast einfach viel gearbeitet die letzte Zeit und spürst, dass hier oben und im Rücken sich alles festgesetzt hat und verspannt ist. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Kerstin von LiveFit Anywhere. Ich bin Personal Trainerin und Online Fitness Coach und arbeite vor allen Dingen mit Frauen, die viel unterwegs sind, viel beschäftigt sind und einfach viel zu wenig Zeit haben für sich und ihren Körper, aber trotzdem gerne was tun möchten. Und deswegen zeige ich Ihnen in kleinen Häppchen, in kleinen Übungseinheiten, wie man trotzdem fit bleiben kann. Zieh für unsere heutige kleine Session am besten deine Schuhe aus, dann stehst du viel besser da und stell dich am besten gleich so hin, dass deine Beine etwa hüftbreit geöffnet sind. Zieh am Anfang mal deinen Rücken in die Länge, also mach dich ganz aufrecht und nimm deine Schultern leicht nach hinten. Und wir gehen als erstes jetzt gleich in den Roll Down. Das heißt für dich, du gehst mit deinem Kinn nach vorne Richtung Brust. Und dann kommst du Wirbel für Wirbel nach unten. Du lässt deine Knie locker gebeugt, also nimmst den Druck von deinen Knien weg und rollst dann einfach mal Wirbel für Wirbel nach unten. Und spürst vielleicht gleich beim Abrollen, dass bestimmte Gegenden in deiner Wirbelsäule steifer sind als andere. Dann, wenn du an deinem Endpunkt bist, dann hol mal ganz tief Luft. Und komm wieder langsam nach oben beim Ausatmen. Also komm wieder Wirbel für Wirbel hoch. Das darf gerne ein bisschen dauern, dass du jeden Wirbel einzeln nach oben bewegst, anstatt einfach nur nach oben aufzurollen. Und wenn du oben stehst, dann zieh deine Schultern wieder nach hinten und dich in die Länge. Und ich mache das immer gerne dreimal. Also komm nochmal mit dem Kinn nach vorne. Zieh den Bauch leicht nach innen, wenn du dich nach unten abrollst, spür, wie das Gewicht deiner Arme dich nach unten zieht. Vielleicht kommst du jetzt beim zweiten Mal auch schon ein kleines bisschen tiefer nach unten als vorher. Alles ganz locker lassen und am Ende dann einfach tief einatmen. Und mit dem Ausatmen gleiten wir wieder langsam nach oben, Wirbel für Wirbel. Ja, wir lassen uns richtig schön Zeit dabei. Und irgendwann sind wir dann wieder aufrecht, heben zum Schluss den Kopf an, ziehen den Kopf leicht nach hinten, die Schultern ebenfalls und wiederholen ein letztes Mal. Kinn nach vorne und dann nach unten abrollen. Jetzt haben wir das schon ein paar Mal gemacht, also jetzt sollte deine Wirbelsäule schon ein bisschen beweglicher sein. Vielleicht spürst du auch, dass es irgendwo knack, knack, knack gemacht hat. Ja, schau mal, ob du noch tiefer nach unten kommst als vorher. Atme wieder tief ein am Ende. Und dann mit dem Ausatmen gleiten wir wieder nach oben. Den Bauch gerne wieder ein bisschen einziehen, wenn du nach oben kommst. Richte dich langsam und in Ruhe auf. Zieh den Kopf nach hinten, die Schultern ebenfalls. Und dann locker dich kurz aus. Beweg vielleicht auch kurz deine Füße. Für unsere zweite Übung strecken wir uns nach oben zur Decke. Du nimmst deine Arme hoch, ziehst dich zur Decke, so weit du kannst, als wäre da oben irgendwas, was du greifen möchtest. Und jetzt erweitern wir das Ganze etwas. Du kommst dabei auf deine Fußspitzen hoch und schiebst deine Beine nach unten. Also das heißt für dich, wenn ich jetzt meinen rechten Arm hochschiebe, dann schiebe ich gleichzeitig, obwohl ich auf der Fußspitze bin, hier auch mein rechtes Bein nach unten in den Boden. Also hier die Hüfte kommt quasi nochmal weg vom seitlichen Körper. Ja? Also ich ziehe mich ganz lang auseinander, bin auf meinen Fußspitzen, strecke mich, vielleicht gehe ich auch mal ein bisschen zur Seite, vielleicht gehe ich auch mal ein klein wenig nach vorne. Je nachdem, wie dein Gleichgewicht ist, wird dir das auf den Fußspitzen stehen leichter oder schwerer fallen. Gut, mach das Ganze noch ein paar Mal. Und dann bleibe oben mit deinen Armen, atme ein und mit dem Ausatmen lass die Arme einfach nach unten sinken und kreis deine Schultern
Zurück. Sehr gut, letzter Kreis. Und als dritte Übung für heute öffnen wir uns einmal in der Brust. Also deine Daumen zeigen nach hinten, weg vom Körper. Du öffnest dich. Beine sind immer noch etwa hüftbreit geöffnet. Die Knie sind locker gebeugt. Und jetzt werden wir im Oberkörper rund. Für dich bedeutet das, du umarmst dich quasi selbst oder umarmst gedanklich einen großen Ball und öffnest dich dann wieder. Die Daumen zeigen wieder nach hinten. Also mach dich ganz rund im oberen Rücken und dann öffne dich. Spür den Unterschied zwischen dieser Dehnung in der Brust und der Dehnung im Rücken. Atme ein und öffne dich und atme aus, umarme einen großen Ball. Öffnen und einatmen und ausatmen, umschlinge diesen Ball. Dehne deine Brust, schau nach vorne, zieh die Schultern nach hinten und dann spann den Bauch leicht an, wenn deine Arme nach vorne gehen. Öffne dich und schließe dich. Wir machen das Ganze noch viermal. Schöne flüssige Bewegung, die letzten zwei Stück. Und dann öffne deine Arme wieder, hol nochmal ganz tief Luft und mit dem Ausatmen lässt du deine Arme nach unten sinken, lockerst dich wieder kurz aus, lockerst auch mal die Füße, auf denen du jetzt doch ein paar Minuten gestanden bist. Ja, ich hoffe, du fühlst dich mit Hilfe dieser drei ganz kleinen Übungen schon ein bisschen gelockert, ein bisschen energetischer, kannst vielleicht jetzt weiterarbeiten oder deinen Feierabend genießen. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen zu drei anderen Übungen. Falls du mehr über mich wissen möchtest oder Lust hast auf ein Online-Personal-Training, das du von überall in der Welt mit mir machen kannst, dann schau gerne auf meiner Webseite nach livefit-anywhere.com, ja, oder schreib mir einfach ein E-Mail an info@livefit-anywhere.com. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, viel Spaß beim Üben und bis bald.